Du kennst wahrscheinlich das Gefühl, du bist unterwegs, du siehst eine attraktive Person und alles in dir sagt, geh dahin, sprech sie an, sie ist heiß. Doch im gleichen Moment zuckt dein Körper. Du willst nicht dahin gehen. Was könnten andere Leute denken? Was denkt das Mädchen? Du könntest abgewiesen werden. Und all diese Gedanken sind in einem Loop in dir. In diesem Video werde ich einen Ausschnitt von meinem letzten Seminar zeigen. Von dem Seminar, wo ich darüber geredet habe, wie ich zum ersten Mal auf andere Personen zugegangen bin und was für Schwierigkeiten ich dabei hatte. Es wird ein bisschen witzig, aber vor allem sehr, sehr informativ, damit du auf das nächste Level kommst. Und wenn du dich für weitere Informationen Richtung Charisma, Dating, soziale Dynamik interessierst, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und schreib unten in die Kommentare deine Videovorschläge für die nächsten Videos. In dem Sinne, let's go. Shit. So, das war's. Ich habe 18 Jahre meines Lebens komplett verballert. Ich habe 18 Jahre meines Lebens nach etwas gelebt, was ich eigentlich nicht wollte, weil ich war immer so die Person, hey, yo, Hauptsache euch geht's gut, so. Scheißegal, wie meine eigenen Bedürfnisse waren, ich wollte es anderen recht machen. Und das war der Punkt, wo ich realisiert habe, wenn ich heil aus dieser Sache wieder rauskomme, wenn ich es schaffe, aus dem Krankenhaus gesund wieder rauszukommen, weil die Ärzte meinten, dass der Darm ab muss, ja, wenn ich es heil da rausschaffe, ändere ich mein komplettes Leben. Und das habe ich getan. So, obviously, ich bin hier und mir geht es eigentlich ziemlich fresh so. Ne? Ich dachte mir, es kann nicht sein, dass ich ein Leben lebe, was von anderen Leuten bestimmt ist. Dass ich dauerhaft in so einem reaktiven Modus bin und sagen muss, ah ja, die Welt ist gegen mich, alles ist scheiße. Wer von euch kennt das, wenn ihr so eine negative Weltansicht habt? So, wer von euch kommt nicht mehr raus aus diesem ganzen Ding? Nur eine Person. Okay. Weil die Sache ist halt die, am Ende des Tages dachte ich mir, okay, ich bin scheiße mit Frauen, ich kann es nicht mal ansatzweise schaffen, auf eine Frau zuzugehen. Und das erste Mal, wo ich auf eine Frau zugegangen bin, das war, als ich schon 3 Wochen aus dem Krankenhaus rausgegangen bin, ich sehe in der Unibibliothek so ein wunderschönes Mädchen, braune, lange Haare, so lockig, rotes Kleid, sie sitzt hinter mir. Ich stehe auf, guck sie so an und bin so, ey, die ist hübsch so. Na, und dachte mir, ey, holy shit, sie ist wirklich heiß. So, ich will hingehen, ich will hi sagen. Sache ist die, ich war halt schüchtern. Aber ich habe mir gesagt, ich will mein Leben ändern. Und dann kam all der Schmerz von meiner Vergangenheit. All die Scheiße, die passiert ist. Und ich dachte mir so, es ist egal. Mein Körper war am Zittern. Mein Herz hat schneller geschlagen. Und ich habe mir gesagt, weißt du, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird alles genauso laufen wie bisher. Ein Schritt nach dem anderen bin ich da hingegangen, tipp sie so super creepy so auf die Schulter und meine so, entschuldige. Und dann so super entschuldigend, ne? Ich so, ich finde dich ganz hübsch. Und die guckt mich so an, so, Und ich so, scheiße, aber ich hab's gemacht. Und das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich es in meine Hand genommen habe. Es ist komisch, das zu sagen, so, yo, du hast Frauen gesprochen, whoop-di-doop. Aber für mich war das mehr. Für mich war das nicht nur, how to pick up chicks. Für mich war das, ich krieg mein verdammtes Leben in den Griff. Und es war mir egal, was andere Leute gesagt haben. So mehr oder weniger, ne? Beim ersten Mal ist natürlich immer so ein bisschen. 30 Minuten später bin ich auf der Domplatte, sehe ein anderes Mädchen. Sie kommt her, so schwarzes Outfit, eigentlich super stylisch. Ich breche sie an. Also ich wollte sie ansprechen, aber dann dachte ich mir, nee. Und dann mache ich so, warte mal, ich gehe ja wieder in so eine alte Routine rein, wenn ich das nicht tue. Tipp sie so an, auch mehr oder weniger normal. Ich so, hey, sorry, natürlich so ein bisschen nervös, ne, man kennt's. Sorry, ich bin ein bisschen nervös gerade, aber ich wollte dir einfach sagen, so, du hast ein super Outfit. Ja, hab einen schönen Tag. Ne? Bin dann halt so weggegangen und die so, wie heißt du? Und ich so, scheiße, so weit habe ich jetzt nicht gedacht, ne? So, damn it. Ich heiße Matt. Sie so, natürlich, ich fragend so, ich heiße Matt. Ne? Und sie so, super, was machst du so? Sie war voller Energie. Ich so, okay, ne? Natürlich in meiner eigenen Bubble so,
bitte, bitte hau mich nicht. Ich red weiter mit der und im ersten Moment war ich so, Alter, ich habe keine Ahnung was, aber ich habe ein Video gesehen, wo die gesagt haben, geh irgendwo hin mit der. So, bleib auf jeden Fall nicht stehen. Und auf der Domplatte sind ganze Zeit Leute hin und her gegangen. Und ich so, so nach 3-4 Minuten, da ist ein Starbucks. Wir können ja einfach mal hingehen, so 5 Minuten. Sie so, die Antwort, die jeder von euch hasst. Vielleicht auch du. Ich habe einen Freund. Und ich, weil in dem Moment war es mir egal. Ich dachte mir, Alter, ich bin so weit gekommen, so, who cares? Und jetzt? Ja, okay, packt ihren Arm unter mich und geht mit, ne? Ich so, hat sie nicht gerade gesagt, sie hat einen... Okay, aus 5 Minuten wurden 45 Minuten. Und das war der erste Tag, wo ich realisiert habe, es geht. Du kannst besser werden mit Menschen. Es ist nicht unbedingt so, dass du da, wo du stehst, für immer bleiben musst. Natürlich, wir haben alle so ein gewisses Potenzial, aber es hängt von euch ab, ob ihr dieses Potenzial erschöpft. Natürlich, einige Leute starten bereits hier, andere starten hier. Einige Leute kommen aber nur bis hierhin, andere kommen bis hierhin. So, natürlich, die Welt ist unfair. Es ist nicht so, ne, wir können alle fliegen, so fly high, das funktioniert nicht. Und das ist die traurige Wahrheit. Aber, was ziemlich positiv dran ist, niemand von euch hat das komplette, auch nicht ich, niemand hat sein komplettes Potenzial erschöpft. Weil du gar nicht weißt, wo das Ende ist. Du hast keine Ahnung. Genauso wenig wie ich. Deshalb, das Einzige, was ich sagen kann, ist, keep going. Das war ein kleiner Ausschnitt von meinem letzten Seminar. Wenn du weitere Informationen Richtung Charisma, Dating und Sozialdynamik haben willst, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und vor allem, wenn du dich dafür interessierst, besser zu werden im Umgang mit Frauen, im Umgang generell mit Menschen, wenn du willst, dass du charismatischer wirst, dann guck unten in die Videobeschreibung, denn ich biete derzeit einige Vorcoachings an, 20, 30 Minuten, wo ich mit dir darüber rede, okay? Bist du eine Person, die sich wirklich weiterentwickeln will? Wie kann ich dir helfen? Und wenn es wirklich passt, dann überlege ich vielleicht, dich ins Coaching-Programm zu nehmen. Und wenn nicht, dann hast du den freien Mehrwert. In dem Sinne, mein Name ist Matt und wir sehen uns das nächste Mal.